Rechter Arm einer Statue. Statuette. Ein ominöser Fund. Nachdem ich den Kristall in der verlassenen Erzmine zerstört habe, ist ein Teil einer kleinen Statue zurückgeblieben. Hoffentlich gelingt es mir, die fehlenden Teile zu finden. Der Kopf der Statue fehlt noch. Ich muss den Torso der Statue finden. Ich habe den rechten Arm gefunden. Ich stand, wo der linke Arm in die Hände, mit der linke Arm in die Hände fallen wird. Irgendwo muss doch das rechte Bein zu finden sein. Wo ist nur das linke Bein versteckt? Okay. Ja, dann kann ich als nächstes die Holzfäller informieren. Hier ist nur ein Labortisch noch. Ob wir alle Teile nach und nach halt so finden werden? Weil in dieser Mod ist irgendwie nicht ersichtlich, was jetzt Haupt- und was Nebenquest ist. Und wir brauchen wieder Seife. Lup, lup, lup. So. Dann machen wir mal lieber einen Quick Save, nachdem wir jetzt diese Skelette erledigt haben und die Spinnen. Also ich habe nichts dagegen, dass der Schwierigkeitsgrad dieser Mod ein bisschen höher ist, aber das war doch jetzt teilweise wirklich etwas übertrieben. Gerade diese Spinnen hier. Bin nur froh, dass ich die Smaragdspinnen, die großen, einzeln besiegen konnte. Also sonst wäre das wirklich gewesen. Gott sei Dank ist da der Ausgang. Nach Talon. Beckelbrecht wäre, so wie es aussieht, wieder da. Dann werden wir als erstes mit dem reden. So, hi Jungs. Habt ihr euch schon in der Mine umgesehen? Ja, alle Spinnen sind beseitigt und die Nester zerstört. Mögen euch die Götter eure Tat vergelten. Ihr nehmt diesen kleinen Vorrat an Steineichenholz als Zeichen unserer Dankbarkeit. Kleiner Vorrat Steineiche, ah ja, teuerstes Holz. Das kann ich geschwind gut gebrauchen. Jetzt muss ich aber weiter. Noch frohes Schaffen. Also ja. Stufenaufstieg für uns. Ein Punkt in Schwerter. Mehr Körperkraft? Ja, mehr Körperkraft. Zwergnase bei Vorgrim mal wieder auf Maximum bringen. Mut um 1 steigern.
10 Steineiche, auch gut. Folgt mir. Na, du kannst die Notiz von Olivina haben, die können wir dann später wegpacken. So, dann zum Schnellreisepunkt und erstmal nach Talon zurück. Ist ganz nett, dass es hier jetzt Schnellreisepunkte gibt. Da können wir schnell von A nach B. Geschlossen. Das Spinnen. Ich habe alle Spinnen in der Nähe getötet und ihre Nester zerstört. Jetzt können die Holzfäller wieder in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen. Bis die nächsten Spinnen kommen. Talon. Ja. Da ist der Beckelbrecht. Fex mit euch. Was darf's denn diesmal sein? Eine Auskunft wäre mal schön. Mal sehen, ob ich euch helfen kann. Wir suchen Vito Niceback. Könnt ihr was über seinen Verbleib sagen? Wer hat euch denn diesen Floh ins Ohr gesetzt? Was soll ich mit den edlen Handelsherren zu schaffen haben? Das hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Nun gibt es doch schon zu. Gar nichts gebe ich zu. Und nun tätet ihr gut daran zu verschwinden. Einschüchtern. Na, wer wird denn gleich zu ärgerlich werden? Ich rate euch, etwas freundlicher zu sein. Der Hauptmann von Talon ist ohnehin schon misstrauisch, was euch angeht. Ich könnte ihm vielleicht etwas über eure Geschäfte erzählen. Hört zu, Vito Niceback ist ein gesuchter Verbrecher. Wenn ihr etwas mit ihm zu schaffen habt, wird das nicht gut für euch ausgehen. Noch ein Einschüchtern. Es wäre eure Gesundheit ziemlich abträglich, wenn ihr nicht etwas auskunftsfreudiger zeigt. Oder bestechen. Vielleicht machen euch ja diese 10 Dukaten für das Gespräch. Nehmen wir überreden. Da könntet ihr allerdings recht haben. Ich weiß zwar nicht viel, aber das könnt ihr gerne wissen. Dann lass mal hören. Vito Niceback war kurz hier. Er war auf der Suche nach Torben Meldheuer und wollte von mir wissen, wo er sich gerade aufhält. Und wusstet ihr es? Ich habe ihm gesagt, dass Torben Meldheuer meines Wissens zum Gutshof Dunkelforst in den Blutbergen gereist ist, um dort einen Verwandten zu besuchen. Ich denke, dass Vito Niceback ebenfalls dorthin ist. Oh, Blutberge. Also, das war doch gar nicht so schwer, oder? Dann werde ich mal sehen, ob ich ihn dort finde. Ja. Jagd auf Vito Niceback. Sprich mit den Städtern. Tatsächlich, Beckelbrecht ist die Person, von der die Notiz die Rede war. Reise in die Blutberge. Beckelbrecht hat mir erzählt, dass Vito Niceback in die Blutberge gereist ist, um dort am Gutshof Dunkelforst einen Händler namens Torben Meldheuer zu treffen. Mhm. Ja, aber als nächstes kümmern wir uns um Spuren im Wald, wenn wir schon hier sind. Der nächste Reisepunkt ist dann direkt am Rattelshof. Ja. Wir verkaufen aber erstmal unser Zeug. Also, Seidendrüsen... Spinnenfangzähne, Goldring. So. Und dann... Rattelshof. Hier sehen wir noch alles ziemlich im Eimer. Ja, Jäger Rumbacher, aber unser... Hatzwurst ist so, wie es aussieht, nicht mehr hier. Also Partsalon. Ja, ich als Knappe, okay. Das trifft sich gut, dass ihr jetzt vorbeischaut. Jäger Rombacher hat den Ursprung der Spuren herausfinden können. Aber sprecht doch selbst mit ihm. Okay, dann sprechen wir mit Rombacher. Da seid ihr ja endlich. Ich habe schon auf euch gewartet. Oh, Übergrütz hat mir gesagt, dass ihr den Ursprung der Spuren herausgefunden habt? Ja, das habe ich. Stellt euch nur vor, die Spuren stammen von einigen Trollen, die sich im Wald niedergelassen haben. Okay.
Habt ihr sie gesehen? Ja, aber nur aus der Ferne. Ihr habt sicher Verständnis dafür, dass ich mich nicht näher an sie herangetraut habe. Ja, aber ja doch. So riesige Gestalten wirken immer etwas bedrohlich. Was höre ich da? Etwas bedrohlich? Diese Trolle sind eine Gefahr für meine Knechte und mein Vieh. Aber nicht doch. Die Trolle sind bestimmt ganz harmlos. Da können wir leider nicht sicher sein. Was, wenn ihr euch irrt? Und selbst wenn. Allein ihre Anwesenheit hier in der Nähe dürfte für ziemliche Aufregung sorgen. Würdet ihr vielleicht so freundlich sein und mit den Trollen reden? Womöglich gelingt es euch auch, sie zu überreden, weiterzuziehen. Ich bin zwar immer noch der Ansicht, dass ihr maßlos übertreibt, aber ich kann mich der Angelegenheit gerne annehmen. Wo finde ich denn die Trolle? Sie sind in einem eher abgelegenen Tal des Waldes. Ich markiere euch die Stelle auf eurer Karte. Danke, ich komme wieder, wenn ich Näheres über die Trolle herausgefunden habe. Also Trolle. Sind das wieder unsere drei Kumpanen? Nee. Ach stimmt, ja, hier hinten ist der Weg raus. Aus dem Rattelshof. Der Unterstand hier war, glaube ich, auch mal voll mit Kräutern. Nee, das war ein anderer Unterstand. Ja, Trolle sind Trolle, keine Oger. Wölfe im Weg, okay. Viele Wölfe im Weg. Sind aber normale Wölfe. Mach mal einen Befreiungsschlag, Vorgrim. Der nichts trifft. Okay. Ja, die haben Wölfe, aber sie sind halt im Weg. Ja, Spuren im Wald. Jäger Rombacher hat mir das Geheimnis der Spuren lüften können. Es handelt sich um Trollspuren. Er hat in einem abgelegenen Winkel des Waldes drei Trolle ausmachen können, aber sich nicht getraut, sie anzusprechen. Diesen Teil soll ich übernehmen und versuchen, sie dazu zu überreden, weiterzuziehen. Ja. Und ja, ein paar von den Wölfen. So, das reicht mal. Und ja, das sind Trolle. Speichern wir sicherheitshalber nicht, dass sie uns doch noch angreifen. Oh, da ist Steinkleiner. Was Steinkleiner wohl wollen? Schon wissen. Steinkleiner will bestimmt bald Haare von Troll haben.
Wie, was? Nein, nein, ich möchte keine Barthaare von euch haben. Ich möchte nur wissen, was ihr hier wollt. Das hier schön Gegend. Wir hier leb jetzt. Warum immer stell dumm frag? Ihr wollt euch hier niederlassen? Aber hier leben doch überall Menschen. Das ist nicht schlimm. Wimmelkrieger nicht stört, Roll. Okay. Und wenn frech wird, dann kriegt Bums mit Keule. Hoho.